Wer heute offline ist, fällt, womöglich unwissend, um Leistungen, Dienste und Angebote um. Hallo, mein Name ist Lukas Richter. Ich bin FH-Dozent am Department Soziales der Fachhochschule St. Pölten und forsche am Ilse-Alt-Institut für soziale Inklusionsforschung im Bereich Altersarmut und digitale Exklusion. Bei der digitalen Exklusion geht es um ein Ausgegrenztsein bzw. ein Nicht-Teilhaben-Können an der Gesellschaft, da entweder kein Zugang zu den digitalen Mitteln besteht oder die Nutzungskompetenz fehlt. Erster Aspekt ist der sogenannte First Digital Divide und würde etwa zutreffen, wenn man gar keinen Internetzugang hat. Das ist mittlerweile natürlich selten geworden, auch weil heutzutage fast jeder Handytarif in Österreich Datenpakete beinhaltet. Bei anderen Technologien gibt es aber sehr wohl bestehende Unterschiede. Besonders wichtig ist zudem, auf die zweite Ebene, den Second Digital Divide, zu blicken. Es mag schon sein, dass ältere Menschen am Papier einen Internetzugang haben, aber nutzen sie diesen auch? Haben sie die Kompetenz und Ressourcen dazu? Hier sehen wir in Österreich deutliche Unterschiede. Zum Beispiel haben seit dem Ausbruch der Pandemie ca. 60% der älteren und von Armut betroffenen Menschen das Internet nicht genutzt und konnten so also auch keine Online-Informationen über die Pandemie abrufen oder dringende Einkäufe über das Internet erledigen. Bei der digitalen Exklusion handelt es sich um ein multifaktorielles Thema und Aspekte wie Bildung oder soziale Unterstützung spielen in der Frage der Nutzung eine Rolle. Aber auch die Einkommensarmut darf nicht vernachlässigt werden. Nicht nur muss man sich beispielsweise einen PC oder ein Tablet leisten können, auch laufende Aufwendungen sind zu decken. Geräte müssen serviciert und Kompetenzen erworben werden. All das verursacht mehr oder weniger Kosten, die das kleine Budget der älteren Menschen belastet. Fehlt nun die Unterstützung, beziehungsweise ist den Menschen der Mehrwert nicht bewusst oder können sie diesen nicht generieren, ist es klar, dass die Personen analog bleiben. In Österreich gelten laut Statistik Austria aktuell 232.000 ältere Menschen als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das sind 15% der älteren Bevölkerung, wobei vor allem Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Als alt gilt man hierbei, wenn man 65 Jahre oder älter ist. Als arm bzw. armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, wenn man nach der Definition der Europa 2030 Strategie entweder einkommensarm oder erheblich materiell und sozial depriviert ist. Das klingt alles sehr komplex. Vereinfacht gesagt wird gemessen, ob ein Mensch ein verfügbares Einkommen über der Armutsgrenze hat. Diese Schwelle errechnet sich aus den Einkommen aller Menschen in einem Land. Liegt man unter dieser Schwelle, gilt man als einkommensarm oder armutsgefährdet. Auf der anderen Seite versucht man zu erfassen, ob sich Menschen gewisse Aspekte, die in einer Gesellschaft als wichtig gelten, leisten kann. Kann man das in einem gewissen Ausmaß nicht, gilt die Person als erheblich materiell und sozial depriviert. Die Gründe für Altersarmut sind vom Pensionssystem geprägt. In Österreich gilt das Äquivalenzprinzip. Das heißt, höhere und längere Beitragszahlungen in der Erwerbsphase erhöhen im Alter das Pensionseinkommen. Nun gibt es diverse Gründe, etwa die Pflege von Angehörigen, warum diese Beitragszahlungen kleiner ausfallen oder phasenweise gar nicht geleistet werden. Dadurch erhöht sich allerdings das Risiko, im Alter von Armut betroffen zu sein. Wer nicht digital unterwegs ist, erleidet immer häufiger Nachteile. Ein markantes Beispiel. Wenn wir heute bei einer Hotline anrufen, wird man häufig auf das Informationsangebot im Internet hingewiesen. Neben der Zeitersparnis kommt es zu monetären Nachteilen oder gar dem Ausschluss von Dienstleistungen, wenn beispielsweise gewisse Angebote nur über das Internet abgerufen werden können oder es einen halbwegs souveränen Umgang mit dem Smartphone bedarf. Ein gutes Beispiel sind Banken ohne Filialnetz. Auf deren Konditionen können ältere Menschen ohne Internetzugang praktisch nicht zurückgreifen. Oder denken wir an eHealth, welche immer rascher an Bedeutung gewinnt. Das Internet ist
zudem ein wichtiger Informationsquell, um sich über Sozialleistungen zu informieren oder sich Erklärvideos anzusehen und Anträge online einzureichen. Auch wenn es noch Offline-Kanäle gibt, so haben es Menschen, die digitale Zugänge nutzen können, in vielen Fällen heute einfacher. Für ältere und von Armut betroffene Menschen, die nicht online sind, bedeutet dies, dass sie Leistungen womöglich nicht in Anspruch nehmen, die ihnen eigentlich zustehen. Zugespitzt formuliert, wer heute offline ist, fällt womöglich unwissend um Leistungen, Dienste und Angebote um. Wenn wir uns bewusst Gruppen zuwenden, die Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren, ist das ein erster wichtiger Schritt. Es geht also darum, sich bewusst mit den Risiken von Digitalisierungsprozessen auseinanderzusetzen. In der Altersforschung gibt es die Vorstellung von Technikgenerationen, welche Technologien im unterschiedlichen Ausmaße besitzen und beherrschen. Diese Generationen müssen aufeinander Rücksicht nehmen, denn es wird sie auch in Zukunft geben, nur in anderer Form oder in anderen Formen und Ausprägungen. Aktuell bedeutet dies, dass wir gute Informationen auch offline bereitstellen müssen. Die soziale Arbeit nimmt hier eine an sich wichtige Brückenfunktion ein und benötigt entsprechende Mittel, um die Teilhabe aller, nicht nur älterer Menschen, in einen digitalen Raum zu sichern bzw. zu fördern. Zugleich braucht es die Forschung, um aktuelle Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich des Alterns und altersgerechte Assistenzsysteme, zu erforschen und die Erkenntnisse in die Ausbildung und Praxis der sozialen Arbeit einfließen zu lassen.